Hallo, auf der Homepage von Sturm der Liebe konnten Fans Ivanka Fragen stellen, die sie schon immer wissen wollten von ihr. Es sind über 1100 eingegangen und da ist völlig klar, dass wir nicht jede einzelne beantworten können. Aber wir haben eine Auswahl getroffen, die uns unsere liebe Ivanka heute beantworten wird. Ja, ich habe sie auch gleich mitgebracht. Wir sitzen hier in Emmas Zimmer. Hallo. Hallo und herzlich willkommen in Emmas Reich, in ihrem wunderschönen Erker. Bente aus Kiel würde gerne wissen, mit welcher Rolle du dich als Ivanka auch im realen Leben gut verstehen würdest. Lustigerweise auch wieder die Rollen, mit denen ich als Emma viel zu drehen habe, mit denen würde ich mich auch privat anfreunden, glaube ich. Die Rollen Marie, Ben, ich denke immer Johannes, Annabel, eben und auch Martin, also Felix. Ich komme immer durcheinander, weil natürlich nennt man die Leute privat bei ihrem privaten Namen. Nur, dass ich euch nicht durcheinander bringe, muss ich natürlich die Rollennamen dazu sagen. Genauso mit Viktoria Tarasch, genauso also mit meiner Schwester. Also das passt lustigerweise alles sehr gut. Leila aus Wien hat festgestellt, dass in deiner Serienrolle als Emma immer wieder deine Figur zum Thema gemacht wird. Gibt es da Parallelen in deinem Leben? Und wie hältst du es mit Diäten und Ernährungsumstellungen persönlich? Also Diäten, da halte ich persönlich jetzt mal gar nichts von. Ich habe früher von meinen großen Schwestern mitbekommen, wie die immer irgendwelche tollen neuen Diäten ausprobiert haben und dann unter dem Jojo-Effekt zu leiden hatten. Und da habe ich schon sehr bald gemerkt, Diäten können es nicht sein. Was ich aber schon wichtig finde, ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Und da achte ich auch ziemlich drauf. Dabei darf aber der Genuss niemals zu kurz kommen, finde ich. Deswegen würde ich das Ganze nie so streng und überreizt sehen. Also so, wie es Emma jetzt durchzieht, eine Riesendiät zu machen, das würde ich nicht machen. Ganz ehrlich. Ich finde es toll, so, also ich mag mich so, wie ich bin. Esse auch gerne meine Schokolade. Ich habe nämlich ein Schokoladenlaster, ein riesiges. Und dem gebe ich auch nach, ohne da jetzt ein allzu großes schlechtes Gewissen zu haben. Ich glaube, ich bin ganz okay, so wie ich bin, oder? Mart aus Frankreich würde gerne wissen, ob es schwer für dich ist, die Rolle der Emma zu spielen und wie viele Gemeinsamkeiten ihr beide habt. Schwer finde ich Emma nicht zu spielen. Ist eine ganz süße Rolle, finde ich. Und natürlich haben wir bestimmt viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, deshalb wurde ich bestimmt auch für die Rolle gecastet. Aber natürlich gibt es auch ganz große, wesentliche Unterschiede zwischen Emma und mir. Also ich bin im Leben nicht so offen und herzlich und naiv, wie sie das ist. Also vor allem bin ich nicht so naiv, wie sie das ist. Ich glaube, damit habe ich die Frage eh schon beantwortet, oder? Jenny aus Hannover würde gerne wissen, ob du selbst auch so gut nähen kannst wie Emma und ob du auch schon mal Kleider entworfen hast. Würde meine Handarbeitslehrerin einen Riesenschreck kriegen, glaube ich. Ich bin ganz schlecht im Nähen. Ich war immer das Schlusslicht in der Klasse. Und als ich hier mitbekommen habe, dass ich eine nähende Rolle spielen soll, habe ich wirklich gedacht, um Himmels Willen, wie soll das denn jemals echt aussehen? Und bin dann extra zu unseren Kostümmädels gegangen und habe mir das von denen alles zeigen lassen. Habe die ganzen Sommerferien über nur Nähen geübt und Abstecken geübt und an der Nähmaschine gesessen, damit es einigermaßen aussieht. Aber es ist wirklich alles immer sehr gut vorbereitet und gefaked auf eine Art und Weise, weil leider kann ich es nicht. Obwohl ich inzwischen so einen Spaß dran gewonnen habe. Also meine Handwerkslehrerin würde sich wahrscheinlich freuen, dass es jetzt doch noch klappt anscheinend. Marie aus Hannover möchte gerne wissen, ob es dich nicht nervt, dass Emma nie Nein sagen kann und es immer jedem recht machen will. Meine Rolle geht mir nicht auf die Nerven, nein. Ich persönlich würde natürlich nie im Leben so viel mit mir machen lassen und so selten Nein sagen wie Emma. Aber es hat ja alles seinen Sinn und Zweck. Emma ist ja eine junge Frau, die sich entwickelt, wo ganz viel passiert. Und deshalb ist das schon okay, so wie das von den Autoren gedacht ist. Und wird sich ja hoffentlich auch noch viel, viel weiterentwickeln. Michelle aus Herrenberg interessiert es, in welche Rolle du in Sturm der Liebe am liebsten einmal schlüpfen würdest und in welche gar nicht? In welche Rolle würde ich gerne schlüpfen? In den Sepp. Also, ich verdrehe schon wieder die Figuren und die privaten Leute. In unseren Chefportier würde ich gerne mal reinschlüpfen, weil der weiß ja immer alles. Der kriegt alles mit. Ja,
Den würde ich gerne mal spielen. Für einen Tag Mäuschen spielen. Victoria aus Mannheim würde gerne wissen, wie viel Fanpost du so bekommst und worüber du dich dabei am meisten freust. Fanpost. Oh, ich kriege unglaublich viel schöne Fanpost. Ich muss jetzt gleich mal dazu sagen, liebe Leute, es tut mir so leid, dass ich euch nicht gleich antworten kann, aber bei diesem Mega-Pensum geht's wirklich nicht. Also wenn ich mal ein Wochenende Zeit habe, schnappe ich mir die Briefe und beantworte sie, aber ich weiß, manchmal dauert es Monate, bis ihr Antwort kriegt. Bitte seid uns nicht böse. Wie viel kriege ich denn? Oh Gott, das müsstest du mir jetzt beantworten. Du nimmst die Post doch immer an. Ich glaube, ich kriege so jeden Monat so einen Umschlag mit so 50 Briefen. Ist das jetzt gelogen? Ich kann es nicht genau sagen. Ich zähle es ehrlich gesagt nicht. Oft sind ja nur Autogrammwünsche dabei, aber ganz oft sind auch echt liebe Briefe dabei, die wirklich gut tun. Das ist dann Seelenbalsam. Neulich habe ich eine ganz süße Postkarte bekommen von einem Mädchen, ich weiß jetzt gar nicht mehr woher. So eine große Postkarte mit Audrey Hepburn vorne drauf. Das hat mich so gefreut, weil ich liebe ja Audrey Hepburn über alles. Das war bisher, glaube ich, mein schönster Fanbrief. Der war auch sehr, sehr lieb geschrieben. Ja. Maike aus Wahlhausen interessiert es sehr, wie ihr oder du speziell mit den ganzen Textmassen zurechtkommst und wie viel Zeit dir für deine Hobbys bleiben, ob du überhaupt Zeit für Hobbys hast. Puh, also, als ich hier angefangen habe, habe ich gedacht, das ist nicht schaffbar. Es ist wirklich ein Wahnsinnspensum. Und ich weiß noch, als ich gefragt wurde, ob ich dann auch den Hauptpart hier übernehmen möchte, wie gesagt wurde, bist du bereit, dein Leben hinten anzustellen für ein Jahr. Ja, es ist wirklich, also mit Freizeit hat das hier gar nichts mehr zu tun. Das ganze Leben dreht sich eigentlich nur noch um den Sturm. Die Textmassen habe ich wirklich geglaubt, am Anfang nicht hinzukriegen. Ich komme ja auch vom Theater und dann ist mal, da ist man dann doch eine ganz andere Art des Lernens gewöhnt. Auf die Dauer, das Langzeitgedächtnis war aktiv. Und jetzt musstest du hier wirklich lernen, Kurzzeit, Kurzzeit, Kurzzeitgedächtnis. Also wenn ich hier eine Szene drehe, am nächsten Tag kann ich den Text nicht mehr. Anders würde man das Pensum auch nicht schaffen, bei so durchschnittlich 40 Szenen die Woche, die man dreht. Ist das schon enorm viel. Man dreht den ganzen Tag von 8 bis 8 und abends kommt man dann nach Hause, isst vielleicht noch was und dann wird noch 2-3 Stunden Text gelernt und dann legt man sich ins Bett und steht wieder auf. Also das ist der Tag hier und am Wochenende wird weiter gelernt. Und das kleine bisschen Freizeit, das man hat, also mir geht es zumindest so, dass ich mich da meistens zurückziehe und eigentlich nur Ruhe und Schlaf haben mag und mit meinem Liebsten zusammen sein möchte. Sabine Seelhorst aus Reutlingen interessiert es, welche Theater- oder Filmrolle du sehr gerne mal spielen würdest. Meine Traumrolle, seit ich Kind bin. Bitte, lasst mich einmal Schneewittchen in einer Märchenverfilmung spielen. Bitte, 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 bitte. Das ist mein Traum. Die russischen Märchen liebe ich über alles. Ansonsten, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, prinzipiell die und die literarische Rolle würde ich gerne spielen. Aber was ich sehr gerne, glaube ich, nach dem Sturmer machen würde, wäre mal eine introvertiertere Rolle zu spielen, was Düstereres, vielleicht auch mal ein bisschen die böse Ecke besetzt zu werden. Das würde mir Spaß machen. Die Amelie aus Mönchengladbach möchte gerne wissen, ob dich jetzt mehr Menschen auf der Straße erkennen als vor Sturm der Liebe. Aber hallo, also vorher hat mich, glaube ich, niemand erkannt. Mir ist es vielleicht... Doch, es ist mir zweimal in Wien passiert, dass Theatergänger, die mich halt aus dem Wiener Volkstheater da kannten, angesprochen haben. Das waren irgendwelche Abonnenten, die öfter da waren, glaube ich. Aber sonst hat mich noch niemand angesprochen. Und jetzt, seit ich beim Sturm bin, oh, Wahnsinn. Eigentlich bin ich immer noch ein und dieselbe normale Person, die ich vorher war. Aber komischerweise sind die Leute immer ganz baff, wenn sie einen auf der Straße sehen. Okay, mir passiert es jetzt weniger als anderen Kollegen, lustigerweise. Weil was so oft passiert ist, wissen Sie, dass Sie eine Schauspielerin sehr ähnlich sehen? Ist nur viel dicker als sie. Das ist immer lustig. Aber meistens eh ganz sympathische Begegnungen. Und ganz oft ist es auch einfach nur so, man merkt, dass die Leute bemerken, du bist die Emma oder die Ivanka, die sagen ja meist eh Emma. Aber dass sie eigentlich ansprechen. Das ist dann im Supermarkt der obligatorische Seitenblick durchs Regal. Oder dass man, dass die einem längere Zeit mit dem Wagen hinterherfahren und einer mal nicht ansprechen. Ja. Giuliano aus Berlin würde gerne wissen, was der peinlichste Moment für dich beim Drehen bislang war. Mein erster Drehtag war der allerpeinlichste Moment hier. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, liebe Zuschauer, ich kam in die Lobby mit einer Kuchenschüssel zu meinem Bewerbungsgespräch. Und ich saß in der Lobby mit diesem Kuchentupperschüsselchen, ganz viel Käsekuchen drin. Und Felix begegnet mir. Und ich stehe verlegen auf und will mich entschuldigen, dass ich jetzt hier essend in der Lobby sitze und ihm folgen ins Restaurant, wohin er mich ja schicken will. Und beim ersten Take habe ich gleich die ganze Kuchenschüssel mit dem Käsekuchen umgeschmissen, auf den Boden,
alles purzelte raus, 20 Stücke Käsekuchen. Ich, vom Theater gewohnt, habe natürlich nicht abgebrochen, sondern habe einfach weitergespielt, weil, hallo, irgendwie improvisiert man dann und rettet sich. Habe angefangen, die Kuchenstücke einzusammeln. Martin, der den Felix spielt, hat sich, glaube ich, ziemlich zusammenreißen müssen. hat aber auch mit weitergespielt. Im Hintergrund hörte man schon alle gackern vom Team. Und dann bin ich auch noch volle Lotte reingelatscht in den Käsekuchen. Es war herrlich. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Mein erster Drehtag überhaupt bei Film und Fernsehen. Ja. Aber dafür haben wir alle sehr herzlich gelacht. Annabel aus Erftstadt möchte gerne wissen, welche deine schönste Szene als Emma Strobel war. Oh, die schönste. Oh, da gibt's viele. Aber ich glaube, Emmas schönste Szene und auch die, die ich jetzt so am allerpräsentesten noch vor Augen habe, ist der Dreh von Samias und Gregors Hochzeit auf dem Schiff, auf diesem Schaufelraddampfer und der Tanz von Emma und Felix. Das war eine ganz zauberhafte Szene. Ja, das war ein schöner Dreh und das war auch ein bisschen wie Klassenfahrt, weil wir alle auf diesem Schiff einen Tag zusammen waren. Es war sehr schön und vor allem war das ja der Beginn von Emma und Felix und das war so, nachdem ich jetzt ein halbes Jahr schon geschmachtet hatte ohne Ende, kam er endlich einen Schritt auf mich zu und das ist sehr schön gewesen. Die Naila aus Köln würde gerne wissen, ob deine Familie in Herzegowina auch Sturm der Liebe guckt und was sie grundsätzlich zu deinem Leben als Schauspielerin sagt. Gucken tun viele von denen im deutschen Fernsehen halt, gucken sie im ARD. Ich habe jetzt gleich meinen Onkel im Ohr. Als ich damals gesagt habe, ich will Schauspielerin werden, hat er gesagt, was willst du denn damit? Schauspieler sind wir doch alle. Das ganze Leben ist ein Schauspiel. Dafür braucht man nicht extra studieren. Ich bin es trotzdem studieren gegangen und drehe jetzt SDL. Ich glaube, dass sie alle ziemlich stolz sind, so die meisten zumindest. Und sich freuen, alle sagen, oh, das ist unsere Ivanka. So, ja. Eva aus Schmelz würde gerne wissen, ob du selbst teilweise Folgen von Sturm der Liebe im Fernsehen anguckst und wenn ja, was du dann dabei denkst. Oh. Ich gucke es wirklich ganz selten und zwar ganz einfach deshalb, weil keine Zeit ist. Wenn ich es dann doch mal gucke, dann meist halt im Internet auf der ARD-Mediathek, wenn ich ganz bestimmte Szenen habe, wo es mich interessiert, wie sind die geworden. Ist das gut gelaufen, hat mein Gefühl gestimmt, dann gucke ich halt mal rein, scroll auch in der Folge meist wirklich nur vor bis zu der Stelle, gucke mir das an, bewerte es für mich selber. Ich bin ziemlich streng mit mir selber, deswegen tut es meistens nicht so gut, sich das anzugucken. Aber deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, nicht so viel Zeit zu haben, sich das alles anzuschauen. Ja, danke auf jeden Fall vielmals für die Beantwortung der vielen, vielen Fragen und ja, bis bald. Ich danke euch ganz doll für all die vielen lieben Fragen und ganz abgesehen von den vielen lieben Fragen habe ich ja auch ganz viele Zuschriften per E-Mail zusätzlich dazu bekommen. Vor allem ganz viele von meinen Landsleuten. Hvala vam puno, veoma sam se radovala. Ich würde euch auch gerne antworten, aber leider habe ich gar keine Antwort-E-Mail-Adressen bekommen, glaube ich. Oh, die Pause ist gleich vorbei, wie ihr hört. Das ist das Leben am Set. Wir drehen gleich weiter. Also auf jeden Fall lieben Dank euch allen nochmal. Es war wirklich schön, das alles zu lesen, auch wenn wir jetzt nicht alle Fragen beantworten konnten. Ich hoffe, die kleine Auswahl hat euch gefallen und ich wünsche euch von Herzen alles, alles Liebe. Ciao. So, zum Schluss noch eine Kleinigkeit. Wer gerne ein Autogramm von Ivanka haben möchte, der guckt mal auf der Homepage unter www.daserste.de Sturm der Liebe nach. Dort steht die Adresse, wo ihr dann einfach einen frankierten und adressierten Rückumschlag hinsendet mit eurem Autogrammwunsch.